Eieieiei, das wird eng, das wird eng. Oh nein, nein. Oh, da haben wir mal sitzen. Wir jetzt gleich auf die Harte tun. Aber. Das hast du schon. Das ging nicht. Der ist im Leben. Siehst du? Da ist doch was. Guck mal, das ist scheinbar ein Dings zu sein. Oh, Waldi. Zu einem meiner Lieblingsgegner. Ihr werdet gleich sehen, wer es ist. Vielleicht habt ihr es auch gerade eben schon rausgeguckt. Es gibt eine Klasse, die ich immer gerne und überall gerne als Gegner begegne, aber ab und zu auch gerne als Teammate dabei habe. Ich rede hier von denen in Waldis. Da habe ich ihn auch schon im Fokus. Das Tolle am Guard ist ja hier der Zweier-Skill gepaart mit der richterlichen Dimension, indem ich ihn jetzt hier und in Kombination mit dem Sprungschlag auf 30% runterbringe. Ich fessel ihn hier nochmal, hol ihn zurück, gib weiter Schaden und stomp ihn mit Hilfe gezündeter Stabi über den Trade. So, das war das. Und hier kommen wir auf einen Negro zu, der sich die Ruine klappen will. Auch hier ist wieder der Eröffnungsschlag der, dass ich mich so nah wie möglich ran bewege, die zwei zünde und die richterliche Intervention starte. Auch hier ist er auf 30%. Nekos und ihre Nebelformen, oder wie man die auch immer nennt, sind natürlich ätzend. Er versucht zu entkommen, hat da wenig Chancen. Ich gehe hinterher und jetzt wird es einfach ein Slay-Beitrag. Ich werde einfach draufgehauen, der Neko kann sich nicht erholen. Ich bekomme ihn aber auch nicht so schnell down, wie man da sieht. Hat er wohl die Seuche gezogen, wenn ich das richtig erkenne. Ich heile mich, warum auch immer, zwischendrin nochmal, was ein bisschen fail ist. Und versuche ihn noch zu schnappen, was ich auch am Ende mit der richtigen Intervention schaffe. Insgesamt ist der F3-Skill, der herkommt hier ist, der mir Stubby gibt, wenn ich drücken würde. In dem Fall war es nicht nötig. So, als letzten Punkt, gleich im Anschluss, ein kleiner Fight mit einem Messmer, den ich mir hier noch suchen muss. Genießen der Zeit die Musik von Apache Tomcat. Wunderbar, gibt es im freemusicarchiv.org, auch runterladbar. Da haben wir unseren Messmer. Und da wird er ganz klar, dass ich noch ein bisschen zu lernen habe, was mit dem Medigard alles anzufangen ist. Also auch hier Eröffnungsschlag 2 und richtige Intervention auf 30%. Er geht in den Stealth und jetzt geht es dann gleich los, dass ich interrupted werde und ständig Schaden einstecken muss. Mehr Schaden einstecken als Auswirkungen. Da versuche ich mich zu heilen, aber ich werde unterbrochen. Und das ist eigentlich das Ende vom Lied. Er bekommt zwar Schaden und auch ich, wie man sieht, sind wir beide einigermaßen gleich, aber ich habe alles auf Cooldown und das ist auch der Grund, warum das am Ende wohl nichts mehr werden kann. Der Berserker, für den bin ich jetzt gefunden, ist fressen.
Und dann hat er mich auch schön am Boden und kann mich genüsslich ausweiten. Das ist schade und auch nicht so schön, aber tätiges Spiel, insbesondere wenn die Klasse nicht so beherrschen lassen müsste. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder auch Nacht, je nachdem, wann ihr schaut. Die Mauerhawks suchen weiterhin Mitglieder und wir sind wie alle im Guild Wars 2 heiß auf Heart of Thorns und natürlich auch entsprechend ready for it. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.